Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Atlas Fallen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ein Like, ein Abo würde ich mich freuen. Einen kleinen Kommentar für den Algorithmus würde ich mich noch mehr freuen. Dass die Videos hier ein bisschen besser gerankt werden. Ich weiß gar nicht, ob die Großen hier das Spiel jetzt noch Let's Playen oder schon aufgehört haben. Oder vielleicht sogar schon fertig sind mit dem Spiel. Kann ja auch sein. Wir sind jetzt dabei. Wir haben die Questgegenstände. Finde einen Ort für das Belagerungslager. Ist jetzt unsere nächste Mission. Wir dürfen 500 Meter in diese Richtung. War da nicht eben der. Also, wir haben die Manuskripte nicht gefunden. Anscheinend ist da so ein Questhelfer drin, dass wenn man zu oft die falsche Sache macht. Damit es trotzdem weitergeht. Und der komische Musik hier, als hätten wir irgendwas entdeckt. Ich sehe nix. Ich habe den reißenden Händler entdeckt. Du hast doch ein paar Tribute, oder? Da oben für eine Statue. Oh, eine Kiste. Ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben, wo die Manuskripte gewesen wären. Ein Opferaltar. Oder sowas, keine Ahnung. Ups. Hier oder der vergoldet jetzt gewesen. Der ist auch Gold. Zeigst du mir jetzt irgendwas oder eher weniger? Ach. Ist das mit den Tieren, das ist echt weird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das funktioniert nicht so wirklich. Und anders, da kommt man halt an die Schätze nicht dran. So, 10k haben wir. So. Da hinten. Gehen da oben ab, ey. Sammelt sich Wüstensand oder was? Keine Ahnung. So, der Reisenhändler. Ich verkaufe alle möglichen. Die Stadttore sind verschlossen. Wir finden den Reisenhändler an 6 verschiedenen Orten. Achievement freigeschalten. Einen anderen Weg in die Stadt. Wenn es einen gäbe, hätte ich ihn schon genommen. Aber zumindest du bist hier, mein Freund. Besonderes Interesse? Neulich hat mir eine Frau ein seltsames Instrument verkauft, das ich noch nie gesehen habe. Kannst du das übertreffen und mir etwas Handwerkszeug für einen zusätzlichen Lohn besorgen? Die Stadttore sind verschlossen. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Gibt es einen anderen Weg in die Stadt? Wenn es einen gäbe, hätte ich ihn schon genommen. Keine Zeit zu reden. Ich will handeln.
Im Moment bin ich am meisten daran interessiert, Handwerkszeug aus alten Zeiten zu erwerben. Passt Kraftfeld. Ursache einer Explosion, die alle Projektile zerstört. Hinterlasse ein Feld, das 10 Sekunden lang alle Projektile zerstört. Kristallwut. Wenn du einen wütenden Gegner triffst, wird er kristallisiert. Aha. Oh, hier sind sogar irgendwie... Schulterplatten der ewigen Sonne. Eine mit einem Gesicht verzierte Schulterplatte, die deinem Gegner tödliche Blicke zuwirft. Aber keine neue Rüstung. Oh, das ist... Wieso denn keine neue Rüstung? Und ist... Kosmetische Gegenstände. Ah, okay, das... sind Farben und sowas. Und die könnte ich mir auf die Schulter klatschen. Wir verkaufen erstmal... alle Artefakte verkaufen. Rutsch. Oh, so viel haben wir aber jetzt nicht gemacht dadurch. 3K. Du gehst schon? Ja, ich muss ja noch ein bisschen was machen hier. Das Tor ist zu. Wieso? Was ist denn hier los? Wie oft denn noch? Die Tore zur Stadt sind geschlossen. Los, weitergehen. Was? Warum? Wir vermuten eine bevorstehende Welle von Phantomen. Wenn ihr nicht getötet werden wollt, solltet ihr gehen. Die Erleuchteten auf dem Anwesen sollten etwas dagegen unternehmen, aber die Feuer sind immer noch nicht entzündet. Wie komme ich zum Anwesen der Priester? Dreh dich um und schau nach Südosten. Es ist auf dem Hügel dort, bei den Sonnenblumenfeldern. Welche Feuer? Die Erleuchteten haben Leuchtfeuer. Feuer, die Phantome von der Stadt weglocken. Aber solange das nicht gemacht wird, werden die Phantome von der Ansammlung der Essenz hier angezogen. Die Tore bleiben also geschlossen. Und du solltest gehen. Wenn ich also das Feuerproblem löse, kann die Stadt wieder geöffnet werden? Ja, aber das ist nicht mein Problem, oder? Geh weiter! Mein Gott, also mein Gehirn ist echt mittlerweile Matsch geworden. Wie komme ich zum Anwesen der Priester? Dreh dich um und schau Südosten. Nach Südosten. Es ist auf... Alles klar, Südosten. Ich muss gehen. Südosten. Südosten. Ist hier. Werden die Feuer nicht entzündet. Aber die Priester wahrscheinlich alle schon Matsch sind. Das sieht nach einem guten Platz aus, um das Kommandozelt aufzustellen. Aber er muss frei von Phantomen sein. Noch für Kendra und die Ritter markieren. Boah. Jetzt nur noch markieren. Wie markiere ich denn? Keine Ahnung. Ah, doch, da. Aber erstmal. Hier so ein Schatzguck-Dinge. Markiere einige Orte auf unserer Karte. Amboss, da hinten ist. Vergesslich. Stachelphantom, noch ein neues. Ja, ich würde die liebend gerne auf der Karte markieren, aber die werden mir ja nicht ange... Doch, werden die. Da ist noch eine Statue. Was ist das? Aussichtspunkt. Da,
Hier, der fehlt noch. Hier ist die Brücke, die ins Nichts führt. Geil, geil, geil. Da ist das Stadttor-Durchgangsding. Ah, ne, hier. Wo wir nicht durchkommen. Okay. Das ist der Aussichtsplattform. Punkt, Dings da. So. Was ist das für eine komische Kette? Ein weiterer Amboss ist in der Nähe. Spürst du ihn? Gut. Das sollte ihnen helfen, den Platz zu finden. Okay. Wir gucken uns das Stachelphantom an. Weil ich kann ja. Ja, kann ich. So. Das Stachelphantom. Perfekt. Aua. Ich hab grad Anvisieren nicht weggekriegt. Mann. Der hat diesen fliegenden Phantom nicht anvisiert. Katastrophe. Ab nochmal rein da. Versuchen wir natürlich nochmal. So.
dann eben ohne nachzulassen. Selbst schuld. Der Gauntlet hört das Echo eines Ambosses. Hier? Ah ja, hier. Dann rufen wir den Amboss aus der Erde. Und 12. Das Kernland des Sonnenkönigreichs. Hier gab es mal üppige Länder, doch das ist lange vorbei. Der Abbau der Essenz hat alles verändert. Warum brauchen wir diese Feuer eigentlich? Gibt es keinen anderen Weg in die Stadt? Wir können nicht einfach die Mauer hochklettern. Lass uns mit dir reden. Naja, schüttet eigentlich Südosten, etwa hier in die Richtung. Gucken, warum die Feuer nicht an sind. Oh, verhindert einen tödlichen Treffer und negiert den Schaden. Dieser Effekt kann alle 20 Sekunden. Hier sind die Sonnenblumenfelder. Hier ist dann. Eine der Ketten, die die Sonnenuhr halten. Ein Symbol für Telos Macht. Nicht nur ein Symbol der Macht, eine Manifestation. Ich hoffe, wir sind nicht die Nächsten, die Öl holen müssen. Was ist mit den anderen passiert, die sie geschickt haben? Tot oder weggelaufen. Ich weiß, was ich tun würde. Okay, die haben wahrscheinlich kein Öl. Du darfst dich gern umsehen, Telos wird aber dich nicht fass vergessen. Bitte nichts an. Und dir deine Ketzerei vielleicht eines Tages vergeben. Als ob irgendjemandem verziehen. Du vertreibst die Dunkelheit. Hilf uns in der Mühsal. Gesegnet sein. Verzeih, ich bin Bruder Elstand. Bist du hier, um in Telos Ruhm zu baden? Ja, möge Telos deinen Weg erleuchten. Wir müssen ja den Schein erstmal wahren. Möge Telos deinen Weg erleuchten. Brauchst du etwas? Zeig mir deine Waren. Gesegnete Pflanzen und mehr. Wenn du Tribute hast, natürlich. Oh, Schrott. Bald dein Schrott. Ich habe nicht erwartet, das Spiel Arkes hier zu finden. Ich würde nicht erwarten, dass ein Ungeweihter wie du etwas über Arkes weiß. Es ist ein zutiefst heiliges Spiel, das den Glauben und die Zuversicht gegen niedere Gedanken an einen sinnlosen Sieg auf die Probe stellt. Ich habe gehört, dass die schwarzen Figuren einen Rivalen von Telos darstellen? Richtig, es gab ein großes Übel und Gotteslästerung. Schwester, hüte deine Zunge. Ich hörte ein Gerücht über dieses große Übel, dass es ein anderes Gotteswesen war, ein Rivale von Telos. Einst hatten die Menschen Waffen in Hülle und Fülle. Wir schlachteten unsere Verwandten mit der gleichen Achtung wie das Vieh. Aber die mächtige Gottheit Telos verbannte die üblen Instinkte der Menschen. So erlangten wir Frieden und Wohlstand. Ihr seht also, dass wir Menschen in unserem ungeformten Zustand das große Übel waren. Und jetzt leben wir in Frieden und Ordnung. Und so endet die Lektion. Geh mit dem Segen von Telos, Kind. Jetzt. Ich würde tun, was sie sagt. Möge Telos Licht auf dich scheinen. Bitte nicht. Mann. Hoher Priester, ist das ausreichend?
Telos ist immer noch wütend auf dich. Befreie den Platz von allem Sand. Mit meinen bloßen Händen? Telos hat diese schöne Welt mit bloßen Händen erschaffen. Können wir der einen abziehen? Du bist der Namenlose mit dem verfluchten Relikt. Wenn du schon von mir gehört hast, macht das die Sache einfacher. Was ist mit den Feuern los? Die Stadt ist blockiert und die Menschen könnten in Gefahr sein. Sag mir nicht, was ich schon weiß, Fluchbringer. Telos Zorn ist über uns gekommen. Überall sind Phantome und wir können die ewigen Schreine nicht erreichen. Wir Erleuchteten sind nicht so wie du. Wir sind zu wichtig, um zu sterben. Armselige, unfähige Feiglinge. Die Menschen sind in Gefahr, während ihr nichts tut? Wie sollen wir diese Feuer entzünden? Sag es mir. Du willst die ewigen Schreine anzünden? Nun? Naja, ich würde euch auch anzünden. Nicht? Vielleicht kannst du ja nützlich sein. Verkürze deine Predigt, Priesterin, oder ich könnte dich wirklich verfluchen. Ah, da ist Öl im Lagerraum oben. Benutze es für die Schreine. Es wird die Phantome von der Stadt weglocken. Geh jetzt. Einmal kurz. Boah, der hätte wunderbar gesessen. So, irgendwo oben im Lager. Was ist mit dir los, Junge? Du wandelnder Trottel. Viele Menschen sind in dem Krater da hinter mir umgekommen. Ein riesiges Phantom lauert dort. Wer ihm zu nahe kommt, fällt ihm zum Opfer. Keiner wird je in der Lage sein, eine solche Kreatur zu zerschmettern. Na, wie sieht er denn aus? Ach, den habe ich schon besiegt. Was ist noch eine Kiste? Egal, wir müssen erstmal eins nach dem anderen machen. So. Hoppala, da bin ich auf die Kiste gestolpert. Interessant. Hier geht es um einen Priester, der die Regeln gebrochen hat. Was könnte ein Priester tun, um in Ungnade zu fallen und ins Gefängnis zu kommen? Aber wir müssen auch den Weihrauch finden. So, Feuer. So, jetzt entzünden wir die Schreine. Das hört nur zu, wenn wir in Ruhe beten können. Zünde die Schreine. Da ist einer. Okay, der hier ist am nächsten. Halte Abstand. Sei ruhig. Verabscheue diese Ritter. Sie hätten dort bleiben sollen, wo die Königin sie hingeschickt hat. Am Rande der Zivilisation. Ich habe die Heilige Schrift konsultiert. Telos hat sie in unangefochtener Heiligkeit zu einer neutralen Einheit erklärt. Sie waren duldsam und gutmütig. Und wie zeigten die Ritter ihren Dank? Sie erhoben sich gegen die Sonnengottheit und traten deren Großmut mit Füßen. Die Königin hat die Säuberung zu Recht durchgeführt. Eine Schande also, dass sie nicht vollständig erledigt hat. Dieses Öl ist mit Essenz vermischt. Wird es die Phantome anlocken? Ich weiß nicht genau wohin, aber ja. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. So viel noch zu entdecken. Da hinten ist auch noch was. So klar, wir könnten im Nachhinein als Overpowered da durchrennen.
Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. So, ich würde sagen, wir gehen dann zu dem Monster da, aber in der nächsten Folge. Haut rein und schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Ciao!